Moin Leute und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch einen Script, womit wir die Brille halt auf- und absetzen können. Genau, wir müssen zuerst den Charakter eine Brille hinzufügen. Dazu gehen wir halt in den Shop rein und öffnen das Menü, gehen nach unten und sagen Brille. Und wir wollen halt diese Brille hier haben, zack. Wir sagen kaufen. Wollen wir das Ganze speichern? Nein, wollen wir halt nicht in diesem Fall. Gehen wir halt wieder raus und gehen dann halt, Moment. So. Und sagen dann einfach hier, slash, zack. Und somit haben wir sie halt mit einem Command dann abgesetzt. Und wenn wir die Brille wieder aufsetzen wollen, dann können wir das Ganze hier nochmal machen und dann haben wir die wieder auf. Genau. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir kommen zur Installation, denn wir haben auch noch was zum Übersetzen. Das zeige ich euch dann auch noch, wie das Ganze funktioniert und wo ihr das Ganze findet. So, als erstes laden wir uns die Ressource runter. Die ist natürlich in der Videobeschreibung. Und entpacken das Ganze. Dann kopieren wir uns hier einfach den Namen raus. Öffnen die Server-CFG. Und scrollen halt hier runter. Und sagen hier dann Start, Leerzeichen und dann den Ordnernamen. Ne? Einfach einfügen, easy going. So, speichern. Übernehmen. Und wir haben das erfolgreich installiert. So, jetzt gehen wir nochmal in diesen Ordner und können das einmal öffnen, die Client. Und hier finden wir halt drei Spalten. Einmal halt fürs Brillen anziehen, ausziehen und wenn man halt gar keine hat. Ja, das könnt ihr halt übersetzen, wie ihr wollt. Und dann speichern und dann müsst ihr nur noch die Clients halt einmal austauschen. Oder ihr macht das halt im Server schon drinne, dann müsst ihr das Ganze nur speichern und dann nur noch neu starten. Und ihr habt das erfolgreich installiert und könnt diesen Befehl dann auch halt benutzen. Genau. Gut Leute, das soll schon wieder gewesen sein. Falls euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da. Kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.